Okay, unser heutiger Vortrag hier im zweiten Slot des zweiten Blocks in Raum ELISA ist die Vorstellung des Projekts HANA, einer offenen Plattform für Laufroboter, die sowohl die Hardware- und die Software-Aspekte abdeckt. Und ich persönlich freue mich ganz besonders auf den Talk, weil ich Roboter cool finde. Leute, die euch das vorstellen werden, sind Matthias Kubisch, er ist Doktorand an der HU Berlin und Felix Just. Und ja, ich freue mich mit euch zusammen und lasst uns eine Runde Applaus spenden an unsere beiden Speaker. Ja. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Talk. Kriegen wir Bild? Moment. Machen wir das. Ja, da. Genau. Oh, ist ein bisschen. Sekunde. Geht das? Ist zu groß? Geht so. Ach so. Verzeihung, wir haben das klassischerweise nicht richtig vorher getestet. Wir haben es ein bisschen vorgetestet, aber nicht richtig. Also kein Test-Driven Talk. So. Das haben wir schon mal gesehen, dann machen wir das doch so. Dann siehst du das quasi hier gleich da auf dem Bildschirm. Schau mal so. Genau. Ja, tappelt sie vor sich hin, versucht über die Gehwegplatten zu kommen, die werden leider wackeln und ihr das Laufen doch ein wenig erschweren. Dann. Da. Ich schaff das. Man sieht, wenn man nichts sieht, ist das blöd. Da auf dem Bildschirm sieht man nur die Hälfte. Sehr gut. Okay, so. Na dann. Ja, also, nochmal von vorne. Willkommen zu unserem Talk. Wir sind Matthias und Felix und wir wollen euch über unser Projekt HANA berichten. Wir sind aber nicht die Einzigen, die sich damit beschäftigen. Wir sind eigentlich zurzeit zu fünf. Na gut. Haben wir noch mal eine Chance irgendwie, dass wir das hinkriegen? Ja, ansonsten. Ich kann trotzdem erzählen, die Namen kenne ich. Das sind Mario Lassek, Paul Scheuermann, Tom Lobich, Matthias und ich eben und haben in den letzten zwei Jahren. Haben in den letzten zwei Jahren zusammen Supreme Machines gegründet, einmal die Architektur für den Roboter. Wir haben da das Logo von der Humboldt-Uni, weil Matthias der Doktorand ist und auch der Paul dort beschäftigt ist. Die anderen sind beim DLR, bzw. Museum für Naturkunde. Und das X-Hein-Logo, das ist der Hackspace, den ich so nebenbei noch betreibe und wo große Teile der Produktion des Roboters stattgefunden haben. Und was wir euch so erzählen, erzählt das mal Matthias. Genau. Also unser Talk ist heute einmal über die Roboter-Hardware und über quasi das Designprinzip, was wir verfolgen. Und da in der Hardware steckt natürlich auch Elektronik, Mechanik, alles rundherum. Also das ist, wenn man so will, kommt alles aus einem Haus, wie man so schön sagt. Und auch, wir gehen ein bisschen auf die Firmware ein und später, wie wir quasi an unseren neuronalen Netzen für die Regelung schrauben, da gehe ich auch noch ein bisschen drauf ein. Und dann gibt es vielleicht noch eine Demo. Ja, so, also so weit zur Introduction. Was ist unsere Mission? Unsere Mission ist, wir möchten gerne, dass viel, viel mehr Leute, also im besten Fall auch nach dem Talk einige von euch, die hier sitzen, mit vierbeinigen Robotern Lust haben zu arbeiten, daran rumzubauen, neue Ideen auszuprobieren und diese, wie ich finde, wundervolle Technologie noch weiter voranzubringen, die noch arg in den Kinderschuhen steckt. Man sieht irgendwie lustige Videos im Internet, aber wir sehen sie offenkundig noch nicht durch unsere Straßen laufen. Da ist noch ein weiter Weg dahin, falls wir das wollen. Einige wollen das. Und durchaus. Genau. Deswegen möchten wir quasi eine Plattform bereitstellen, mit der viele Menschen rumexperimentieren können, die möglichst niederpreisig ist, möglichst einfach zusammengebaut werden kann, verständlich ist, sodass Menschen daran lernen können, Menschen daran Ideen entwickeln können und hoffentlich diesen Bereich voranbringen.
Genau, also wir haben ein Problem gehabt vor 2 Jahren. Wir wollten gerne einen Roboter bauen, weil wir irgendwie auch schöne Ideen hatten, was man damit alles machen könne. Sei es irgendwie der wandelnde Pizzabackofen, der die Pizza zur richtigen Zeit vor deiner Wohnungstür abliefert und genau weiß, wann sie dann auch fertig sein muss. Aber das Problem beim Roboterbauen ist ganz einfach, es ist furchtbar teuer. Die meisten Sachen, Komponenten sind ziemlich schwer, dann braucht man stärkere Motoren, dann wieder teuer. Ja, dann gibt es manche Sachen, die sind toll, die sind aber echt schwierig zu finden und gibt nur einzelne Spezialhersteller, die das machen und dann ist man davon abhängig, dass die weiterlaufen. Das ist auch ungünstig. Oder man kriegt halt irgendwo so eine schöne Closed-Source-Blackbox. Fanden wir auch nicht so toll. Und Roboter kaufen ist leider auch nicht so wirklich die Alternative, weil die meisten Roboter sind halt entweder eher so Spielzeuge und taugen nicht wirklich, um jetzt einen schweren Pizzaofen draufzustellen. Oder die anderen, die das vielleicht eher könnten, die vielversprechenderen Modelle, die sind entweder unbezahlbar teuer, wenn man sie denn überhaupt schon kaufen kann. Ja, also haben wir überlegt, was gibt es so für Möglichkeiten? Also entweder man nimmt halt weiter irgendwie die Spielzeugroboter, wenn man ein bisschen forschen und will und ein bisschen Bildung machen. Oder man kauft die großen, teuren Dinger, wenn man das irgendwie sich leisten kann und mit der entsprechenden Firma oder Institution dahinter das auf die Beine stellen kann. Oder man verbringt halt 2 Jahre damit, seinen eigenen Roboter zu bauen. Oder mehr. Das ist das, was wir gemacht haben. Viel andere Wege gibt es da gerade nicht. Genau. Nach 2 Jahren sind wir stolz und freuen uns total, euch hier Hanna heute vorstellen zu können. Open Source Roboter mit einem modularen, verteilten Motorkontrollsystem. Die liefert jede Menge tolles Feedback von den ganzen Sensoren, die wir verbaut haben. Wie gesagt, wir haben das alles irgendwie so nebenbei gemacht, ohne finanzkräftige Institutionen. Darum war klar, es muss echt billig werden. Und mit knapp 2000 Euro Materialkosten, glaube ich, haben wir da, das kann man noch optimieren, aber das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben hauptsächlich Teile genommen, die man ohne große Probleme finden kann. Und wir sind stolz auf unseren leichten Zusammenbau, auch wenn man über die Definition von leicht noch diskutieren kann. Es ist kein Lego-Bausatz, aber niemand von uns ist irgendwie Kfz-Mechaniker oder irgendwie mechanisch so bewandert. Wir haben das auch hingekriegt. Also leichter Zusammenbau. Warum Open Source? Muss man hier ja wahrscheinlich eigentlich gar nicht groß erwähnen, aber in der Vollständigkeit nehmen wir es mal mit rein. Offene bzw. freie Hardware-Designs werden einfach in Forschung und Bildung gebraucht. Es gibt dadurch deutlich mehr Möglichkeiten, aus diesen Dingen selber Weiterentwicklungen zu machen. Das sorgt dafür, dass es mehr Diversität und mehr Input gibt in den verschiedenen Varianten. Man kann das einfach selber machen. Ne? Also man muss keine Firma sein, das kann man auch als Hobbyist, wenn man Lust hat, einfach ins Internet gehen, die Pläne sich holen und nachbauen. Und man kann halt irgendwie im Zweifelsfall auch mal überlegen, was kann ich da draufbauen auf dem Roboter und muss mich nicht mehr damit beschäftigen, wie bringe ich einen Roboter zum Laufen, sondern beschäftige mich mit dem, was ich da drauf baue und nehme einfach eine laufende Plattform. Da muss ich mich nicht mehr drum kümmern, das ist auch schon mal ganz praktisch. Und ganz wichtig ist halt, uns geht es darum, einen Teil dabei zu tragen für die Findung des besten Robotermodells vierbeinig. Wir finden Hanna extrem toll. Ich glaube trotzdem noch nicht, dass sie die perfekte Superlösung für alle Probleme ist. Aber es ist halt unser Teil, dabei zu tragen. Und wenn jemand Ideen hat, wie man es noch verbessern kann, freuen wir uns darüber. Das ist ein großer Suchprozess, ne? Also das ist jetzt quasi ein Sample, was da reingeht. Und ihr seid alle angehalten, mit nach schönen Hardware-Designs und Software-Designs zu suchen. Genau. Ja, also wir haben es ja irgendwie schon mehrfach erwähnt, wir wollen einen günstigen, leicht verfügbaren, austauschbar, reparierbaren Roboter bauen. Das war auch immer wichtig, wenn wir uns irgendwie für Komponenten entschieden haben, dass die tatsächlich das nicht verhindern. Und darum haben wir hauptsächlich Standardteile genommen, gerade so die Kugellager, Schrauben, Muttern. Das sind Standarddinge, die gibt es überall. Bei verschiedensten Herstellern muss man sich nicht abhängig machen.
Die Teile, die es nicht als Standard gibt, haben wir größtenteils 3D gedruckt mit ja, den 3D-Druckern bei uns im, im Hackspace, also auch keine High-End-Geräte. Wir haben das, die Beine und den Körperteil mit dem Lasercutter geschnitten und man kann ihn zusammenschrauben mit dem Zeug, was man in einem normal sortierten Werkzeugkasten findet. So, es war ein ganz schönes Stück Arbeit und hoffentlich ist das in den nächsten Jahren irgendwie bald leichter. Die Vorstellung, das Ding zusammenzuschrauben, wie man jetzt ein Fahrrad zusammenschraubt, ist schön, aber das ist noch ein ganzes Stückchen Weg bis dahin. Genau, also wir haben auch nicht am Anfang uns überlegt, so wird er sein und komplett durchkonstruiert und in einem CAD-Modell alles fertig gemacht und dann angefangen zu bauen. Nee, wir haben tatsächlich quasi wirklich null bei null mit ganz simplen Tests angefangen. Also da auf dem ersten Bild sieht man mal das erste Modell von Hanna. Das sind einfach nur zusammengetippte Zollstöcke, stand aber auch schon. Genau. Und dann haben wir hier an dem Beispiel mal so ein bisschen erst geguckt, wie kriegen wir überhaupt ein Bein an das Gelenk ordentlich ran, haben es an den Tisch gehangen, wie baut man da sozusagen ein Schultergelenk, das sich ordentlich bewegen kann. Und dann zum Schluss muss man das alles noch irgendwie verkabeln und an die Motoren bringen, weil einfach nur lustig schlackern ist zwar auch unterhaltsam, aber das ist ja nicht das Ziel eines Roboters. Genau, wir haben, wie schon gesagt, die Beinteile und die Körperteile mit dem Lasercutter genommen, 5 mm Sperrholz, zwei Lagen zusammengeklebt und ein bisschen bemalt. Man kann das natürlich auch mit einer CNC-Fräse machen. Ich würde auch den Enthusiasten abraten, das mit der Hand zu versuchen. Das geht eher schief. Genau. Dann haben wir jede Menge Teile 3D gedruckt. Aus im Endeffekt zwei Gründen. Der erste ist, solche Teile wie zum Beispiel da das Kniegelenk rechts unten, die gibt es halt einfach nicht so zu kaufen. Die brauchten wir halt, mussten wir selber designen. Und diese Zahnriemenräder, die diese ganzen Dinger halten, haben wir im Endeffekt auch selber ein 3D-Modell gemacht. Wird man sagen, okay, die kann man aber auch kaufen. Ja, man kann, aber das ist schwierig. Die sind einerseits aus Metall und damit schwer und teuer. Und außerdem muss man dann halt immer genau den richtigen Durchmesser mit genug Zehen und dem richtigen Motoranschlussstück finden. Das ist dann wirklich fiese Beschaffung. Da muss man sehr, sehr suchen. Und darum haben wir da ein Modell selber gemacht und haben dann fleißig mit unseren Druckern die Dinger gedruckt. PLA oder TAF PLA hat bis jetzt völlig gereicht. Tatsächlich haben wir festgestellt, dass es schwieriger war, das richtige Zahnriemenrädchen, also das Zahnriemen an sich zu finden, als die Dinger stabil genug hinzukriegen. Aber nach der zweiten Suche haben wir jetzt auch die richtigen Riemen. Genau, und wenn du nochmal weitermachst. Was noch für die für das 3D-Modell von dem Zahnriemenrad spricht, ist halt, dass man möchte das ja an seinen Motor anbringen und jetzt hat man einen neuen Motor und dann hat man wieder einen neuen Anschluss und dann sucht man wieder nach neuen Rädern, die dazu passen, wenn man sie überhaupt findet. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, der Tom von uns, der ist ja ein Fuchs, der hat das als parametrisches Modell gemacht, ja, sodass wir auch beliebige Übersetzungsverhältnisse hinbauen können. Also normale Zahnriemenräder kriegt man in 20, 40, 60 Zähne oder sowas, ja, und wir können jetzt hier irgendwie, also es sind in der Tat 42 Zähne und das war ein Zufall. Ja, sorry. Es ist halt die Antwort, wenn man sucht. Genau. Hier sieht man noch mal ein bisschen mehr dann vom zusammengebauten Teil. Ihr habt auch gesehen, wir haben uns nicht festgelegt auf ein Material. Wir haben verschiedenste Farben verdruckt. Genau, und dann sieht man aber auch hier schon auf dem von euch aus rechten Bild die Motoren. Und insofern haben wir da auch Deckel für die Motoren gemacht, um unsere eigene Plantine reinzumachen, was jetzt auch einfach die Überleitung zu dem elektronischeren Teil ist und den übergebe ich mal an Matthias. Zack. Genau. Also könnt ihr euch schon sicherlich denken, in so einem Roboter steckt jede Menge Elektronik. Jedes Motorlein möchte gesteuert werden und zwar mit separaten Befehlen. Das heißt, es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, dass alle Motoren miteinander kommunizieren. Und da haben wir quasi ein System aufgebaut, was, vielleicht magst du mal kurz die nächste Folie aus, zweistufig ist. Das ist wie so eine Baumarchitektur so ein bisschen hier. Also man sieht einerseits mit diesen Ls gekennzeichnet unsere Limb-Controller, unsere Beinen-Controller. Die sind hier im Roboter verbaut, fünf Stück
Und vier von denen steuern jeweils ein Bein, an denen die Motoren dranhängen. Und die Motoren hängen in einem Bussystem hier mit diesen lila Linien gekennzeichnet. Das ist quasi, dass die Motoren einzeln adressiert werden können und dadurch, wenn man so will, jedes separat die Sensordaten ausgelesen und die Motordaten geschrieben werden können. Und diese LIMP-Controller selbst, die hängen in ihrem eigenen Bus. Das ist jetzt auf der Grafik ja, wieder ein klassischer Fehler, hellblau auf weiß. Aber vielleicht kriegt man es doch noch hin. In ihrem eigenen Bussystem und verteilen die sensomotorischen Daten im kompletten Roboter, sodass, wenn man so will, ein Regler auf all diese Daten zugreifen kann und all die Motordaten wieder wegschreiben kann. Zusätzlich ist das Batteriesystem hier mit den kleinen Batteriesymbolen gekennzeichnet, also das Leistungssystem des Roboters auch verteilt, sodass man mehrere Batteriequellen an die einzelnen LIMP-Controller anschließen kann und dadurch kriegt man quasi die Möglichkeit, jetzt nicht einen schweren Akku irgendwo zu positionieren, sondern verschiedene Akkus dahin zu packen, wo man die Masse gerne haben will, ja, ob man die jetzt in die Beine oder in den Torso, ob man damit den Trägheitstensor des Roboters irgendwie geschickt formen will oder manipulieren will für das Laufen, dann kann man sich überlegen und die werden an der Stelle jetzt hier über eine, das ist wie so eine Art idealisierte Diodenschaltung, sodass sie passiv sich gleichmäßig annehmen. Es wird immer von dem Akku genommen, der noch die meiste Spannung zur Verfügung stellt. Ja. Genau, und unser Motorsystem in den Beinen hier, davon haben wir 12 Stück und die nennen wir Sensory Motor, weil sie quasi ihre sensorischen Daten 100 Mal pro Sekunde auslesen, an den Roboter weiterleiten und Motordaten empfangen und man kann dort jetzt hier quasi das Datenblatt schon fast vorlesen, aber was für euch ist wichtig, also man kann wirklich Position, Geschwindigkeit, Strom und Spannung auslesen, was für das Laufen wichtig ist, damit der Roboter quasi eine Information darüber hat, wo die Gelenke gerade stehen und welche Last auf das Gelenk wird, das kann man aus dem Strom, kann man ablesen, welches Drehmoment die Motoren gerade machen und Spannung mal Stromstärke, dann kann man auf die elektrische Leistung schließen. Also man hat quasi schon eine Menge Informationen auch indirekt zur Verfügung. Man kann noch zusätzliche Sensoren anschließen. Das wird hier auch an einer Stelle gemacht, hier nämlich an dem Motor Nummer 0. Da ist noch der Beschleunigungssensor für den Roboterkörper angeschlossen. Und ansonsten ist da quasi also auf unserer Eigenentwicklungsplatine eine ganz schlanke Firmware drauf, die man jetzt auch noch seinen eigenen Wünschen anpassen kann. Man kann mit diesem Motormodul auch andere interessante Sachen machen. Wir haben letztens noch so eine kleine Beatbox gebaut, wo so ein kleiner Hubstößel so auf so eine Holzplatte haut. Ja, also dann kann damit jetzt auch Instrumente bauen. Ja, das muss jetzt kein Roboter sein. Ne? Genau, das ist der LIMP-Controller, der hat ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Rechenpower. Der hat auch eine kleine Floating Point Unit drauf, damit man neuronale Netze schön durchrechnen kann. Und die werden dann in der Tat später, komme ich noch drauf zu, verteilt gerechnet auf dem Roboter, sodass jeder LIMP-Controller den Teil des neuronalen Netzes für sich berechnet, der für sein eigenes Bein wichtig ist. Und ansonsten sind da jede Menge Kommunikationsgeräte drauf, um mit den Motoren zu kommunizieren, jeder Strang hier ein, und um mit den anderen LIMP-Controllern in dem Bus zu kommunizieren. Genau. Das Bussystem selbst ist alter Industriestandard, also schon fast angestaubt, würde ich sagen. Das ist ein RS-485 und jetzt kurz nur für die Elektroniker unter euch, die auch gerne mal irgendwie was löten oder so. Also man hat, wenn man so will, zwei Adern, die das Signal symmetrisch tragen und damit wird am Ende der Transceiver, der subtrahiert die Signale, sodass eine Gleichtaktstörung rausgerechnet wird. Also man kann, wenn man so will, hat dadurch eine elektrische Entstörung, die nur durch die Physik schon gegeben ist. Und dann werden so ein paar Endwiderstände rangemacht und so ein Zeugs. Aber das ist alles, was man halt sieht, ist, dass jeder Motor in so einer Art Bus hängt und zu einem Zeitschritt seine Daten auf den Bus geben darf. Und dann hängt es vom Protokoll ab, ja, wie die einzelnen Motoren adressiert werden und wann wer sprechen darf. Ja. Das ist aber das Protokoll, das haben wir uns selber ausgedacht, das ist in diesem RS-485-Standard nicht spezifiziert. Das geht hier nur um den physikalischen Layer. Genau.
ist es somit sehr ähnlich zu CAN. Vielleicht hat man es schon mal gehört, den CAN-Bus oder so, was viel in der Automobilindustrie verwendet, aber ein bisschen weggesparter, also alles, was nicht nied- und nagelfest war, rausgeworfen, und aber so könnte von der Funktionsweise ähnlich. Genau, die Firmware ist in C++ 11 geschrieben, also halbwegs modern im Gegensatz zu vielen anderen Firmware-Projekten, die doch meist in C daherkommen. Wir haben auf das wunderbare XPCC-Framework gesetzt, das heißt jetzt Modem, also falls man es danach sucht, also Modem ohne E, finde ich wunderbar, weil es halt einem erlaubt, von einer Mikrocontroller-Plattform zur nächsten zu wechseln, ohne dass man großartig sich mit der Hardware darunter beschäftigt, also die abstrahieren das wunderbar weg, sodass man von einem Chip zum nächsten umziehen kann. Wenn man jetzt mal angenommen in der nächsten Fassung des Sensory Motors, nehmen wir jetzt keinen ATmega, sondern auch einen STM32 oder sowas, dann schwupps, muss man die Firmware nicht komplett neu schreiben, ja, sondern man kann dort viel wiederverwenden. Ne? Und das ist alles auf einer 100-Hertz-Basis. Das ist verhältnismäßig langsam in der Robotik, wird viel inzwischen 200, 500, 1 Kilohertz für die Regelschleifen. Aber dadurch, dass das Protokoll, das ist eine Open-Source-Firma, also wenn ihr Lust habt, mit dem System zu arbeiten, spricht nichts dagegen, auf 1 Kilohertz zu gehen, ja, wenn ihr Byte-Schubser seid und irgendwie eure Firmware so sehr getweakt kriegt, dass das auch auf 1 Kilohertz läuft. Ja, bitte, also die Möglichkeit besteht, ja, technisch gesehen. Ja. Ja, und jetzt kommt es an den Teil, mit dem ich eigentlich damit angefangen habe. Also ich stand vor dem Problem. Ich habe jetzt mich mit Laufalgorithmen und Laufenlernen, selbstständiges Laufenlernen für Roboter beschäftigt und wollte das gerne auf einer echten Hardware-Plattform testen, aber es war jetzt irgendwie nicht so, weil ich halt in der Simulation hauptsächlich vier Beine hatte, weil es irgendwie eine elegante Morphologie ist, um damit laufen lernen zu testen. Ich aber quasi keinen Roboter zur Verfügung hatte, war ich so blöd, das einfach selber zu versuchen oder anzunehmen, ich könne das. Jetzt sieht man ja, wo es bisher ist, aber also da ist noch viel Ausbaufähigkeit da, aber jetzt würde ich einfach mal gerne erzählen, was quasi der Stand jetzt von der Regelungstechnik in dem Bereich ist. Und zwar ist es relativ üblich, zu der Hardware auch einen Simulator zu bauen, und in dem Fall war es genau andersrum. Ja. Also den Simulator hatte ich schon, nur dass ich jetzt in diesen das Modell von Hanna eingebaut habe. Und hier kann man halt mal so ein bisschen sehen, die ganzen sensorischen Daten. Die blauen Kurven sind die Motorsteuerung, die orange und weißen, kann man vielleicht ein bisschen schwierig sehen, die haben nur sehr geringe Amplitude, das sind die Positions- und Geschwindigkeitswerte. Und da hat ein Student von uns, der Daniel Hein, mir gütigerweise seinen Roboter-Simulator von seiner Diplomarbeit überlassen, und den habe ich dann weiter aufgebohrt und alles umgestrickt, und den wird er jetzt, glaube ich, nicht mehr wiedererkennen, aber er hat den Namen, habe ich noch behalten, der war sehr gut, und ich bin ihm so groß dankbar, weil ich damit quasi einen Simulator aufbauen konnte, den ich quasi hundertprozentig an das Forschungsvorhaben koppeln konnte, und der, wo man nicht jetzt an irgendwelche Grenzen stößt, sondern die Grenzen sind halt seine eigenen Grenzen, aber ansonsten, ja. Der Roboter hat ja auch hier 12 Gelenke und jede Menge Sensoren. Davon werden für die Simulation und für die Laufregler jetzt wirklich nur die Winkel und die Winkelgeschwindigkeiten benutzt und zusätzlich die Beschleunigungssensoren, die sich hier im Körpermittelpunkt befinden. Die gehen da rein in den Laufregler, und wenn man das sich jetzt anguckt, ja, jetzt hat man 12 Gelenke, einen Winkel, eine Winkelgeschwindigkeit, vielleicht doch die letzte Motoransteuerung und dann noch 3 Beschleunigungssensoren. Ja, wie macht man daraus jetzt ein Laufen? So, ja, das ist ungefähr dieses Problem. Ja, also bei Mario ist es relativ einfach, ist relativ klar, was zu tun ist. Dem anderen ist es erstmal völlig unklar. Und ich habe im Zuge meiner Arbeit am Institut halt viel an Robotern und an Laufen an Robotern gebastelt und habe halt gemerkt, es ist sehr müßig, wenn man das sich selber ausdenkt und wenn man das selber in die Parameter tunt, und bin halt relativ schnell zu den Lernalgorithmen übergegangen, sodass man im Endeffekt seine Kraft da reinsteckt, dem Roboter das Lernen selbst zu ermöglichen. Ja, finde ich eine elegantere Lösung, als das jetzt selber zu bauen. Es dauert mitunter länger, bis man zum Ziel kommt. Ja, also man kann jetzt sicherlich in ein paar Wochen jetzt hier ein Laufen zusammenbasteln irgendwie. Es wird vermutlich nicht so richtig schön aussehen. Die Sachen, die ich aus meinen Simulatoren rausgeholt habe, die sind
an einem Punkt, wo ich sage, boah, ich finde die richtig schön, aber ich will die jetzt auf der Hardware sehen. Ja? Nur in der Simulation reicht mir nicht. Und genau. Wie funktionieren die? Also jetzt kurz ein bisschen das Formella, guckt weg, wenn ihr Pickel kriegt. Also man hat, wenn man so will, einen riesig großen State-Vector erstmal schon. Ja? Also was heißt riesig groß? Es geht größer. Aber das Problem ist jetzt einfach, für den Algorithmus sieht das Problem formell aus. Also der hat einen Input-Vektor, der sich aus den Winkeln, Winkelgeschwindigkeiten, Beschleunigung zusammensetzt. Und der hat einen Output-Vektor, den er schreiben kann. Und er kriegt ein Feedback. Zum Beispiel, wie weit ist er gelaufen? Ja? Und mehr weiß er über den Roboter nicht. Ja? Also ich gebe nicht explizit rein, der Roboter hat vier Beine, der Roboter hat hier das Gelenk so und das so und so schwer. Das gebe ich da gar nicht rein, sondern der sieht nur den Input und was kann er an Motor-Output schreiben. Dann macht er irgendwas und irgendwann sagt ihm der Algorithmus 12, 40. Okay, und dann muss er quasi was verändern, um das ordentlich in Dings zu kriegen. Und wenn man sich jetzt nochmal überlegt, okay, ganz links auf dieser Grafik hier, ganz links sind die Inputs, das sind quasi alle Inputs, die der Roboter zur Verfügung stellt, plus das, was er im letzten Zeitschritt an die Motoren geschrieben hat, das gebe ich ihm auch noch, dass er das nicht vergisst, und er kann das rausschreiben. Und dieses W hier, das ist quasi eine Gewichtsmatrix, das ist also, wenn man so will, kann man das als einfaches neuronales Netz betrachten, muss man nicht, kann man, und diese Gewichtsmatrix gilt es jetzt zu finden. Ja, die hat, also wenn ihr rechnen könnt, dann wisst ihr, dass 12 mal um die 40 eine große Zahl ist, mit vielen einzelnen Stellschrauben. Ja, und für den Algorithmus sieht es jetzt so aus, ihr seid in einem Tonstudio, habt irgendwie dieses übergroße Mischpult vor eurer Nase. Ihr wisst nicht, was jeder Knopf macht. Nur irgendwann sagt die Band, wenn ihr irgendwo gedreht habt. Ja? Und irgendwann sagt sie, oh ja, besser. So, und so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. So stellt sich das Bild für den Lernalgorithmus dar. Der kriegt ein mehr oder weniger unspezifisches Feedback, wenn mal irgendwann das gut läuft, und muss viele dieser Stellschrauben einstellen. Und das lassen wir die Evolution, eine künstliche Evolution, erledigen. Und die funktioniert ähnlich der echten Evolution. Also es gibt, wenn man so will, eine Population. Da haben viele verschiedene Regler, werden ausgewürfelt und die werden dann ausgewählt und ausprobiert. Der Roboter läuft dann, fällt auf die Nase. Die Evolution sagt, ja, der ist hier 2,30 Meter gekommen, der ist 2,45 Meter gekommen. Dann ist der eine offenkundig besser als der andere. Und nach diesem Prinzip wird dann der weitergekommen ist, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit weiterverfolgt, wieder ein bisschen mutiert. Also es ist immer dieser Zyklus aus Mutation und Selection, dass, wenn man so will, zusehends die Individuen weiterverfolgt werden, die den Roboter schneller laufen lassen. Ja? Und was ist ein Individuum? Ein Individuum ist einfach ein Parametersatz. Das ist einfach eine große Menge an Zahlen. Und man kann es jetzt sowohl nach Geschwindigkeit als auch nach Effizienz optimieren. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, du hast so und so viel Weg in dieser und dieser Zeit bekommen, dann optimiert es nach Geschwindigkeit. Und wenn ich die eingesetzte Motorkraft begrenze und sage, du kannst so und so viele Motorkommandos verschicken und dann ist Schluss, ja, dann muss der, also nicht Motorkommandos, aber quasi Motorspannung auf den Bus geben, ja, und wenn das aufgebraucht ist, dann ist halt vorbei, dann optimiert er nach Effizienz und dann versucht er mit möglichst wenig möglichst weit zu kommen. Genau. Und jetzt habe ich viel euch ein Ohr abgekaut, jetzt würde ich euch das gerne mal zeigen. So, ja, jetzt schiebe ich das hier mal so rüber, dann kommt gleich noch was. So. Oh nee. Ah ja. So, nochmal Versuch. Da ist es. So, also das ist jetzt ein langsames Laufen. Ich lasse mal hier so ein bisschen die Kamera rumfahren. Und hier sieht man jetzt quasi an dem Rand im Hintergrund so ein bisschen von den ganzen Gelenken die Motoransteuerungskommandos durch die Gegend wabern, und man sieht schon, das ist jetzt nicht trivial. Ne? Also man guckt da drauf und versteht erstmal nicht, okay, warum geht das jetzt an der Stelle da so hoch? Ja? Ist jetzt nicht so, dass man sich vorstellt, ja, der Roboter müsste eigentlich nur das eine Bein so setzen und dann das andere Bein so, wenn er so ein bisschen drüber ist. Ne? Das ist so,
da, so bin ich an die Sache ursprünglich rangegangen und plötzlich, Moment, das ist viel komplizierter. Ja. Da tat sich dann, als die Büchse erstmal auf war, dann doch was Großes auf. Genau. Und man braucht nicht nur einen Regler fürs Laufen, sondern man braucht in der Tat auch einen fürs Anhalten und stabil stehen. Also man kann jetzt einfach den Regler ausschalten und dann so alle Gelenke festsurren, aber dann passiert es in aller Regel, dass er sofort sich auf die Nase legt. Deswegen, ich mache mal das jetzt hier so ein bisschen runter. Kann man hier, zack, da steht er, sie. Und das ist jetzt ein anderer Regler, der ist ein bisschen schneller. Ja, da unterscheiden sich jetzt die Motoransteuerungssignale ein bisschen. Aber im Wesentlichen kann man dafür dann auch den Stehenregler schnups. So. Und dieses Modell von dem Roboter ist ein bisschen komplizierter. Das ist, hat halt sehr viele, man sieht, da sind so die Motoren so nachmoduliert und da, wo die Kugellager und die anderen schweren Teile sitzen, sind so kleine Böckchen hingepackt, um so ein bisschen die Masseverteilung zu entsprechen. Das ist nicht, sind nicht die Roboter, mit denen ich angefangen habe. Ich habe ja erzählt, ich habe erst den Roboter laufen lassen und mir dann überlegt, dass ich einen bauen möchte. Und zwar habe ich mit dem angefangen. von Paul liebevoll der laufende Hotdog genannt. Und der ist so ein bisschen dicker und ausgepolsterter und hat weniger Segmente und weniger Teile. Dementsprechend kann der Simulator dort mit irgendwie höherer Geschwindigkeit durchpfeifen und mir schneller Ergebnisse liefern. Und der kann auch in der Tat schneller laufen. Ne? Also unsere Hanna wird aufgrund ihrer beschränkten Motoren leider nicht rennen können. Das weiß ich jetzt schon. Aber ein entspanntes Laufen sollte drin sein. Und das kann man mal kurz ausschalten. Und welche Richtung wollt ihr sehen? Vorwärts, rückwärts, links, rechts? Links. 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 Links sollte gehen. Links sollte gehen. Sekunde. Sideboards, da. Zack. Gucken, ob ich es richtig ausgewählt habe. Jo. Ein bisschen windschief. Rückwärts. Ups. Man wundert sich jetzt so, ja, tut es vielleicht ein bisschen weh auf den Knien oder sowas, ne? Aber da sind keine Sensoren an den Knien, ne? Und einem simulierten Roboter tut es nicht weh. Und es sind jetzt verschieden, man sieht, es sind verschiedene Styles so ein bisschen, also die unterscheiden sich minimal, das sind verschiedene Resultate, die nacheinander abgespielt werden. Und wenn man das Ganze sich mal in der Zeitlupe anschaut, ja, vielleicht ein bisschen drehen. Ja, mit Flugphase. Sorry, ich konnte nicht widerstehen. So. Ja, das hier irgendwie zumachen. Kalik. So. Und zu guter Letzt kann man auch noch irgendwie nochmal den Rennenden zeigen. Wo ist er? Vorwärts. Fast. Das sieht gut aus. 55. Danke. So. Ja, also da sind mit diesem einfachen Regler, ja, der im Wesentlichen Sensoren auf Motoren koppelt, sind hochdynamische Bewegungen möglich, insofern die Morphologie es mitmacht. Ne? Und dementsprechend seid ihr angehalten, uns zu helfen, irgendwann diesen Roboter so rennen zu lassen. Ja, mal schauen. Das ist, ich weiß nicht, was steht da oben? Kann das einer lesen? 2,7 Meter pro Sekunde oder 2,4? 2,4. Ah, so, also. Der ist jetzt nicht groß, ne? Also ein so ein Kästchen sind 50 Zentimeter oder so. Heißt die Hanna, weil sie vorwärts und rückwärts laufen kann? Danke, danke. War jetzt nicht geplant, aber ja, werde ich mir merken. Genau. Genau. Willst du? Oder? Achso, jetzt ist halt die Frage, okay, wie kommt man jetzt von der
von der Simulation zur echten Hardware. Ne? Und man kriegt den Simulator, also das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, spoilern, man kriegt den Simulator nicht so genau hin, wie die Wirklichkeit ist. Ja? Jedenfalls nicht unter Einsatz endlicher Ressourcen. Sprich, man möchte ja, dass irgendwie die Simulation noch auf dem eigenen Rechner vielleicht läuft oder sowas, oder selbst auf seinem Lieblingscluster noch irgendwie geht. Also man kann da sehr viel Mühe reinstecken, das alles zu modellieren und jede Masse und jedes Zahnrädchen einzeln nachzumodellieren, aber das führt in aller Regel nicht zu einem guten Ergebnis, weil man dann den Lernalgorithmus dazu bringt, genau auf eine spezifische Morphologie sich zu adaptieren. Ja? Und sobald man das Zahnrädchen ein bisschen größer macht, fängt man von vorne an. Und sobald man irgendwie den Akku von hinten nach vorne steckt, dann fängt man wieder von vorne an zu modellieren. Und was man eigentlich will, ist ein Regler, der robust ist, dem die spezifische Hardware so ziemlich egal ist. Ja? Der also sagt, okay, der Roboter hat offenkundig irgendwie 4 Beine, das reicht mir, was ich wissen, mehr muss ich nicht wissen. So, da sind wir noch nicht, aber da möchte man gerne hin. Und diesen Simulations-Reality-Gap irgendwie zu schließen, kann man halt, man kann sich vom Simulator nähern und das, ich sag mal, so gut es geht modellieren, bis einem die Geduld ausgeht. Man kann aber auch von der Reglerseite das robuster machen und ein Ansatz ist dort Domain Randomization, also man nimmt so jeglichen Parameter, den man finden kann und randomisiert den. So lange, bis das Verhalten schon fast in sich zusammenbricht. Ja? Also man gibt jedem Trainingslauf eine andere Beinlänge, eine andere Gewicht hier an der Ecke und einen schwächeren Akku, kräftigere Motoren, schwächere Motoren. Also man versucht jeden Parameter, den man finden kann, irgendwie zu randomisieren und hofft, dass, ich sag mal, dass die echte Hardware irgendwo in dieser Wolke an randomisierten Examples, die halt dein Lernalgorithmus schon gesehen hat, irgendwo da drin sich bewegt und dass die echte Hardware nur eins dieser Modelle ist, mit denen der Algorithmus halbwegs auseinander. Und das ist jetzt, was gerade passiert, sodass wir uns wirklich jedes Detail angucken und sagen, okay, wir bringen das durch eine einfache Messung, also so Messschiebergenauigkeit muss da jetzt reichen. Ja, wir sind alle haben keine hochgenauen Messinstrumente zur Verfügung, außer vielleicht eine Küchenwaage. Ja. Aber also auf die Nähe bringen wir es ran, ja, und der Rest muss der Algorithmus auf jeden Fall generalisieren. Und ja, denn sagt Felix noch mal kurz was und ich bereite mal hier. Die meisten warten vorzubereiten. Sie sollen ja schalt mal kurz den Weihnachtsbaum ein. Genau. Wir haben 2 Jahre jetzt da schon dran rumgebastelt. Wie ihr seht, ist es alles noch nicht fertig. Es gibt jede Menge noch zu tun. Von der Hardware an, also wir müssen sie ein wenig robuster machen, weil man stößt ja doch auch mal irgendwie dagegen oder es sind halt, oder sie fällt halt mal hin. Da gibt es auf jeden Fall Dinge zu überlegen. Wir haben es schon erwähnt, die Leistung der Motoren ist nicht überragend. Wir bräuchten auf jeden Fall bessere Motoren. Wir müssen auch mit den Zahnriemen noch rum experimentieren, weil die dann doch verhältnismäßig schnell ausleiern und das mit dem Nachspannen ist dann auch anstrengend. Und so leid es uns tut, Hanna, du musst noch Gewicht verlieren, weil Gewicht ist doof, wenn man preisgünstig Roboter bauen möchte. Ansonsten an der Elektronik, wir sind derzeit dabei, die Platine für den Sensorimotor allgemeiner zu machen, sodass man sie dann auch nicht nur für Hanna verwenden kann, sondern auch eben für Trommelmaschinchen oder ähnliches. Da schreibt der Paul gerade ganz fleißig Firmware und Treiber. Genau, dann wollen wir davon eine stärkere Variante machen, wir nennen ihn Sensorimotor Cargo. Also wenn wir irgendwann mal schwerere Roboter fortbewegen wollen, dann werden wir mit unseren jetzigen 12-Volt-Motoren da nicht hinkommen. Wir wollen gerne auch wissen, wo die Füße sind, sprich Kontaktsensoren in die Füße, damit man quasi wirklich weiß, wann sie auftritt. Und grundsätzlich sollte ein Beschleunigungssensor mehr oder weniger direkt auf die Platine für die Motoren noch mit dran, weil brauchen wir. Ja, man kriegt quasi einen durch die Schwerkraftreferenz, die ja immer auf dem Beschleunigungssensor angezeigt wird, kriegt man, wenn man so will, ein schönes Körpermodell. Ne? Also 4 Motoren, mal angenommen, auf jedem Motor ist jetzt auch so ein Sensor drauf, dann hat man allein schon im Torso eine bessere Abdeckung als mit dem einen jetzt. Und man kriegt quasi noch von den Beinsegmenten
noch eine relative Lage dazu. Ne? Und wie ich ja sagte, dem Algorithmus ist es erstmal egal, welche Sensorwerte da reingehen. Der sucht sich dann aus den entsprechenden Informationen das, was er braucht, raus. Insofern kann man da auch, ich sag mal, ein bisschen reinschütten. Ne? So, ich habe hier eine Kiste Sensoren, bitte. Ich schütte das jetzt mal rein und guck mal im Endeffekt an den Gewichten in der Gewichtsmatrix, welche davon denn eigentlich verwendet werden. Ne? Also daraus kann man auch indirekt entschließen, oh, diesen Winkel-Encoder, den benutzt der hier gar nicht. Ja? Der ist kaputt. Ah, cool. Gesehen, ja? Er hat da nicht gelernt. Ja? Genau. Jetzt schiebe ich hier mal kurz was drüber. Dann schieb doch mal drüber. So. Weil ja, also wie gesagt, es gibt noch eine Menge zu tun. Falls jemand Interesse hat, sich zu beteiligen, freuen wir uns immer über Kontaktaufnahme. Also aber das Wichtigste ist eigentlich, jetzt endlich Hanna zum Laufen zu bringen. Genau. Matthias hat vorhin schon wieder gesagt, wir lassen uns nicht nochmal blicken, wenn sie nicht selber läuft. Das ist jetzt hier mit dem Stream dann auch offiziell. Hanna soll sich jetzt bitte selbstständig bewegen. Und genau, sie wird jetzt nicht über die Bühne rennen, aber Matthias wird dann einfach mal vorführen, was so der aktuelle Stand ist und wie toll sie schon zappeln kann. Ja. Also wir sehen jetzt hier nochmal die sensorischen Daten. Ja, weiß ist die Position, hellblau ist das Motorsignal, dementsprechend sieht man hier gerade, dass nichts angesteuert wird. Orange ist die Geschwindigkeit. Und jetzt drehe ich hier mal an dem Bein rum und dann sieht man vorne rechts. Und wenn man jetzt einfach mal eine Position ansteuert, das ist jetzt ein stinknormaler Positionsregler, dann sieht man, wenn ich jetzt ein bisschen dagegen arbeite, ja, gegen den Positionsregler, dann sieht man da rechts so einen kleinen gelben Balken auf und ab gehen, der hier die Leistung, die gerade gefahren wird, ne? Also da sieht man irgendwie so jetzt 5 Watt oder sowas, also der drückt ein bisschen dagegen und tut da jetzt ein bisschen was. Ja. Muss man noch mal ganz kurz abschalten. Da gerade was gesehen. So, eins, ja, an. Nicht, dass ich hier die Anlage ausschalte. Genau, also man sieht quasi, wenn die Sensordaten dann einschalten, geht es erstmal los, der Rechner detektiert, da kommt Zeugs, dann gibt es erstmal kurz einen Spike. Das, an so Sachen muss noch gearbeitet werden, ne? Das ist klar. Und jetzt kann man kurz konzentrieren. Roboter mal kurz hinstellen. So. Na, irgendwas ist da hinten schief. Also es hat halt alles seine kleinen Kinderkrankheiten noch und man sieht, es ist alles noch sehr, sehr wackelig. Noch ein frisch frisches Fohlen. Sehr wackelig. Also es ist jetzt ein ganz einfacher Halteregler, der jetzt erstmal ohne Intelligenz daherkommt. Sowas kann man dann doch in 5 Minuten basteln mit dem entsprechenden Lehrbuch an der Hand. Und ich schalte jetzt mal kurz um, um nur mal unseren ersten Versuch euch zu zeigen. Was ist denn da oben für eine Zahl? 0,12. Ich darf es nicht übertreiben, weil ansonsten habe ich 2 Tage Arbeit, die Hardware zu reparieren. Jetzt muss ich hier auf die 4 schalten. So. Also das ist jetzt ganz, ganz naiv, einfach der ohne weitere Anpassung der Regler, den wir eingangs gesehen haben, auf den Roboter transportiert. Und man sieht, er hält ihn zumindest schon mal. Er läuft jetzt nicht gleich, hält nicht gleich in sich zusammen. Wenn ich es jetzt so ein ganz bisschen nach vorne schiebe, dann werden diese Reflexe ausgelöst. Ja? Also diese, hier ist jetzt offenbar irgendwie noch was, was sie stört. Ich weiß nicht was, ja? Das habe ich noch nicht ergründet. Aber ich muss es ein bisschen halten, ne? Sonst fällt es halt einfach um. So, und jetzt hat es irgendwo Knack gemacht. Das war ein Riemen. Das hat man jetzt nur hier vorne gehört. Ich sag's trotzdem, weil in meinem Speaker-Guide stand drin, ich soll quasi alle Sachen, die nicht auf dem Stream sonst gehört werden, selber sagen. Das heißt, ich muss nachher nochmal einen Sensor nachkalibrieren. Aber viel weiter kann ich jetzt auch nicht. Ansonsten liegt mein Notebook auf dem Boden. Ja. Felix, vielleicht drückst du mal ganz kurz eine dieser leuchtenden weißen Tasten auf dem weißen. Genau, danke schön. So.
Genau, und hier endet dann auch der Demo-Teil. Genau. Gibt es hier noch was zu sehen? Hier gibt es noch was zu sehen. Irgendeine Folie war noch. Ah, genau. Die genau. Wir haben immer gedacht, wir müssen hier uns furchtbar beeilen und erinnert werden. Wir hatten uns geplant, Viertelstunde für Fragen und Antworten zu lassen. Ich gucke gerade auf die Uhr und es hat einfach perfekt gepasst. Insofern geht jetzt der Ball an euch. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch, damit man euch ein Mikro reicht. Genau. Also, wir haben zwei Mikrofone hier im Saal. Eins ist die Nummer 1 auf eurer linken Seite und eins ist die Nummer 2 hier im Mittelgang. Stellt euch da bitte an, um die Fragen dann zu stellen. Mikrofon 1. Hallo, es ist ein sehr schönes Projekt. Habt ihr Links auf eurer Seite zu den Lernalgorithmus und zu den Details von dem Lernen? Noch nicht. Weil die Lernalgorithmen Teil meiner Forschungsarbeit sind und Asche auf mein Haupt. Ich hätte schon, meine Professorin sitzt auch da vorne rechts, also nicht zu laut reden. Es wird bald veröffentlicht. Ja. Ich muss das alles noch sortiert niederschreiben, aber wir können auf jeden Fall schon Sachen spoilern. So viel ist verraten und ja. Wir arbeiten dran, wir sagen hier die ganze Zeit Open Source, Open Source, Open Source, aber sind so mit dem Kopf in der Arbeit, dass wir quasi das Veröffentlichen vergessen. Wir werden nacharbeiten. Verstehe ich. Danke. Cool. Mikrofon 2, bitte. Oh, schöner Vortrag. Meine Frage ist, wie stellt ihr euch die Zusammenarbeit vor mit Leuten, die da mitmachen wollen? Also die hast du so ein bisschen beantwortet mit der fehlenden Veröffentlichung. Gibt es da aber eine Seite oder einen Kontakt? Oder? Also ja, wir haben eine Seite, die ist auch im Fahrplan verlinkt. Die wird sich in nächster Zeit halt auch immer mehr erfüllen. Da gibt es dann auch einen Kontakt und dann melden wir uns schnell auch wieder zurück, wenn bei uns irgendwo eine E-Mail oder ähnliches anklingelt. Danke. Mikrofon 1, bitte. Mit welcher Software habt ihr das Simulieren gemacht? Womit das Lernen und wie habt ihr das dazu gebracht, dass das miteinander spricht? Also der Simulator selbst ist auch in C++ geschrieben und das ist jetzt kein Standard-Simulator, aber man könnte zum Beispiel mit einem Projekt, ich glaube es heißt Gazebo oder sowas, das ist ein Open-Source-Simulator, damit könnte man sicherlich sehr, sehr ähnliche Resultate erzeugen. Also der ist auch sehr mächtig und beherrscht auch Reibungsmodelle und Sensoren und Zeugs und man kann da Roboter drin machen. Und die Software selbst ist also wirklich C++, OpenGL, also es sind alles keine Standard-Toolboxen, also nichts, was über die Standard-Library von C++ hinausgehen würde. Ja. Also es ist jetzt ein bisschen OpenGL, aber ansonsten für die Visualisierung. Genau. Und aufgrund, dass die Netze noch sehr einfach sind, braucht man jetzt auch quasi kein Deep Learning-Toolboxen, kein TensorFlow oder sowas. Ne? Also das ist wirklich ein einschichtiges, das ist Shallow Learning. Ja? Das ist hier quasi der Gegenentwurf. Ja, so. Mikrofon 2, bitte. Ja, habt ihr mal euch Gedanken gemacht, Hardware in diese Loop-mäßig in die Simulation einzubinden oder Messergebnisse wieder zurückzuspeisen, um die Modelle zu verbessern? Das wäre toll. Also, das Evolutionsmodul ist natürlich auch in der Lage, die Parameter des Roboters zu verändern. Dementsprechend könnte man auch über eine Hardware-Evolution nachdenken, die während des Laufens co-evolviert, ob jetzt die Beinlängen gut zusammenpassen oder so, oder ob da die Masse hier oben an der Schulter unbedingt sein muss. Ja. Und wenn man jetzt mit sowas wie OpenSCAD oder sowas vielleicht seine Teile schon parametrisiert dem Simulator übergibt und dann sagt, okay, der Simulator sagt, du musst das 40 cm lang machen, ja, dann packe ich es auf den Lasercutter und baue das dann danach ein. Also so ein Zyklus ist denkbar, aber wenn du da Ideen hast, bitte lass uns nach dem Talk nochmal reden. Das ist ein groß spannendes Feld. Ja. Mikrofon 1, bitte. Ja, das war fast exakt meine Frage, also der Hardware-in-the-Loop-Ansatz, aber ihr habt jetzt eine Art Can, den könnt ihr ja aufzeichnen. Und die nächste Frage wäre, wollt ihr wirklich, ich sag mal,
ein echtes neuronales Netz aufsetzen, um eure Sensormodelle da zu lernen. Das macht ihr jetzt, so wie ich das verstanden habe, mit einem genetischen Algorithmus. Kannst du deine Frage nochmal... Wollt ihr ein neuronales Netz, ein richtiges neuronales Netz benutzen, um eure Sensormodelle zu lernen? Ach so, die Sensormodelle. Wir haben schon teilweise so Testläufe, wo wir, ich sag mal, von einem einzelnen Motor alle sensorischen Daten aufzeichnen und versuchen, die zu fitten, dass wir quasi ein schönes Modell haben. Das mache ich zurzeit noch mit einem selbst geknüpften Reibungsmodell und einem Motormodell, weil die Sachen sind relativ klar, sie sind nicht so richtig schön. Also es wäre schon, wenn es, um den Simulation Gap zu schließen, das nicht ausreicht, mein handgeknüpftes Modell mit Daten zu fitten, ja, dann kann man da auch irgendwie, was weiß ich, ein dreischichtiges Netz oder sowas draufwerfen oder was auch immer es denn tut, ja, um so ein wirkliches Sensormodell zu lernen. Aber ich bin der Meinung, dass das führt an der Stelle in die falsche Richtung, dass man sollte wirklich lieber eher das Netz trainieren, dass es sowohl mit irgendwie 14-Bit-Sensoren genauso umgeht wie mit 8-Bit-Sensoren, ja, und es ihm völlig egal ist, ob das ein bisschen verrauscht ist oder nicht, ja, oder ob das ein Offset hat oder sowas. Also lieber diese Sachen angehen, dass man sagt, man macht das Netz robuster, geht halt da doch noch in ein, zwei Schichten mehr oder sowas, ja, oder geht noch mehr in die Breite mit viel mehr Sensorik, sodass wenn einige Sensoren halt nicht so gute Signale liefern, dass die anderen das dann auffangen können, also in die Richtung, dass man die Generalisierungsfähigkeit des Reglers erhöht, das ist so, glaube ich, eher der Ansatz, aber die Welt ist groß. Eine Frage aus dem Internet. Ja, das Internet fragt, ob ihr ein Robot Operating System unterstützen wollt. Willst du? Jetzt höre ich mich wieder. In der Tat arbeitet gerade ein Kollege von mir auf meiner Arbeit auch mit zwei solcher Motoren. Wir haben so eine kleine Kamerasteuerung draus gebaut und der arbeitet gerade an der ROS Integration. Also ich glaube, darauf zieht die Frage hin, ob wir ROS damit unterstützen. Und da hoffe ich mir zumindest erstmal also die Einebnung der größten Fallstricke da, aber das wird alles kommen, denke ich, damit halt einfach auch mehr Leute mit im Boot mitfahren können. Ne? Aber zurzeit unterstützen wir noch keinen ROS offiziell, muss ich jetzt sagen. Ja. Danke, liebes Internet. Okay, Mikrofon 2, dicht ans Mikro gehen. Ich wollte fragen, ob es bezüglich Leichtbau schon konkretere Vorstellungen gibt, ob man geometrisch oder von der Materialwahl was ändern will. Und denke, da ist man ja auch budgettechnisch gerade bei der Materialwahl etwas eingeschränkt. Was ist da die Strategie? Ich glaube, eine Strategie haben wir da nicht. Es ist ja immer, also wir haben am Anfang diese Designprinzipien so ein bisschen verhandelt. Ne? Und wenn man das irgendwie nur an einem Ort auf der Welt irgendwo viel Geld kaufen kann, dann kommt es halt nicht in Frage so für uns. Ne? Insofern. Die Carbonstäbe waren schon so ein bisschen, ja, so dachte ich, Carbon ist schon teuer. Aber dadurch, dass ich nichts weiter tun musste, als einmal mit der Säge ein Stückchen abzusägen, war es okay. Ja? Also es war irgendwie 10 Euro für das Bein aus Carbon, aber ich musste jetzt das nicht auf der Fräse irgendwie bearbeiten und mir damit irgendwie drei Fräser kaputt hunzen. Ne? War das okay. Das Holz hier ist halt auch, es ist schön leicht, es ist relativ stabil, aber wir wissen alle, Holz verzieht sich, ja, es ist auch quasi nicht für die Ewigkeit gemacht, ne? Aber insofern, wenn ihr Ideen über Materialien habt, die, ich sag mal, ein Update liefern und dabei nicht irgendwie gleich den Planeten ruinieren, dann lasst es mich wissen, ja, also ich bin immer wissbegierig nach neuen Materialien, die man da einsetzen kann, ja, um das noch leichter zu kriegen. Weil das ist echt ein Ding. Ne? Also ich würde lieber irgendwie ein halbes Kilo mehr Akku reinpacken und dafür ein halbes Kilo Schrauben raus. Ja? So, das könnt ihr euch alle vorstellen. Aber 3D-Drucken von Schrauben ist halt auch doof. Ja, jetzt noch, ne? Aber vielleicht in 2-3 Jahren. Vielleicht drucken wir dann unsere Schrauben, weiß ich nicht. Ja. Warum nicht? Also. Mikrofon 2. Kann sein, dass ich das jetzt verpasst habe, weil mich Nick Fahrhoff vorher mit Tequila abgefüllt hat, aber habt ihr an, also ich denke da an Propriozeption von diesen Gliedmaßen und was ist denn da euer Trade-off? Also bis jetzt habt ihr da so Module, wo der Sensor direkt an der Motorachse ist.
So von der Kinetik und Dynamik her ist das, glaube ich, nicht so optimal. Da wollte das ja eigentlich am Bein haben oder an den Gelenken. Habt ihr da einen technischen Trade-off gemacht, dass ihr euch entschieden habt, ihr wollt das alles in einem Fleck oder baut ihr das noch um? Ja, also der unmittelbare Ansatz ist jetzt erstmal alles, was noch geht, über die I²C-Schnittstelle an den nächsten Motor, den man findet, ja, anzuschließen. Also wenn man zum Beispiel jetzt den Fußkontaktsensor, den wird man dann an den unteren Motor hier zum Beispiel anschließen können. Ja, und I²C ist ein Bus, also da kann man dann auch irgendwie 2-3 Sensoren anhängen, bevor es dann kritisch wird. Man könnte theoretisch auch auf einen Sensorimotor nur zum Aufnehmen von Sensordaten noch abstellen, an dem gar kein Servo dran hängt. Ne? Also, weiß nicht, die Platine selbst ist ja quasi nur auf den Motor aufgeflanscht, das habe ich vorhin gar nicht so detailliert gesagt. Also, das Erste, was wir gemacht haben, wir haben die Motoren aufgeschraubt, diese Hobby-Servos, ja, haben die Platine ausgelötet und weggeworfen. Und dann die andere Platine wieder eingelötet. Und die kann man auch einfach irgendwo anders hin tun und vielleicht kriegen wir die noch ein bisschen kleiner, sodass an vielen Stellen Dehnmessstreifen, Magnetencoder oder Fußkontaktsensoren oder Piezo-Sensoren irgendwo die Kraft aufnehmen. Ich meine aber mit dem gleichen Aufwand kann man ja, also wenn man den Sensor auf die angetriebene Achse tut, also auf die, dann kriegt man irgendwie den Treibriemen, den Gummiriemen in die Regelstrecke rein. Okay, Verzeihung, ich war völlig fehlgeleitet. Das ist schon in der Mache, es ist leider auch noch nicht fertig geworden. Der Magnetencoder ist schon fertig, der ist schon in der Schublade. Den wollten wir noch auf die andere Seite der Achse, sodass wir die Verspannung zwischen Antrieb und Abtrieb, ja, dass quasi auch eine Information da liegt, ob zum Beispiel der Riemen überhaupt noch existent ist. Ja, das kann der Roboter jetzt gar nicht wissen. Ja, wenn dreht sich der Motor einfach weiter. Ja, und ob zum Beispiel Last auf dem Gelenk liegt, würde man dann sehen, wenn sich diese beiden Winkel voneinander unterscheiden durch die Elastizität in dem Riemen, dann kriegt man da noch mehr Propriozität. Ja, braucht ihr die Motorachse überhaupt? Also ihr wollt ja nur die angetriebene Achse haben. Das würde ich schon gern haben. Ja. Also es hat sich bisher bewährt, beides zu haben. Ja, und bisher habe ich nur eins und wenn es noch das andere noch gibt, dann ist es noch ein runderes Bild. Okay, danke. Ja. Mikrofon 1, bitte. Ja, vielen Dank für den Talk. Man sieht ja, dass die Hardware recht fragil ist und wenn ihr auch eher billigere Materialien benutzen wollt, dann wird das wahrscheinlich nicht sehr viel stabiler werden. Mich würde interessieren, ob es möglich wäre oder ob es sich lohnen würde, schon in der Simulation als Ziel zu setzen, dass das möglichst gelenkschonend ist oder dass es vielleicht nicht große Beschleunigungen und sowas gibt oder ob das zu komplex wäre zu modellieren. Ja. Da setze ich große Hoffnung drauf, ja, die Impacts zu vermeiden. Ein bisschen was kriegt man aus den Beschleunigungssensoren raus. Ja, und die Simulation selbst gibt auch schon Feedback. Ich habe mich bisher davor gescheut, Sachen aus der Simulation zu verwenden, die in der echten Welt schwierig zu ermitteln sind. Also in dem Fall, so Motorstrom kann man so ein bisschen als Gegenstück nehmen. Das hat man in der echten Welt auf jeden Fall, so wie in dem simulierten Modell. Die Beschleunigung, die man am Körper misst, aber alles das, was die Simulation so hergibt, ja, ob jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, das eine Gelenk da aufgeschlagen ist, ja, sowas wollte ich bisher nicht verwenden. Aber wenn das als Feedback eingeht, dann kommen automatisch auch Verfahren raus, die den Roboter schonen. Ja. Allerdings wird man es vermutlich nicht vermeiden können, die Hardware so robust zu bauen, dass er, ich sag mal, doch mehrfach am Tag einfach mal umfallen kann, ohne dass man danach eine halbe Woche dazu bringt, alles wieder zu reparieren. Ja. Also da muss es auf jeden Fall hingehen. Aber danke für die Frage. Eine Frage aus dem Internet. Und zwar die Frage, ob es keinen zentralen Task für die Software gibt, der die Beine steuert. Also auch aufs Lernen bezogen ist das hier, glaube ich, gemeint. Also ob jedes Bein für sich alleine lernen muss, wie es in eine bestimmte Richtung läuft oder ob das gemeinsam gelernt wird. Also das wird auf jeden Fall gemeinsam gelernt und man muss sich das so vorstellen, der einzige Task, also es ist kein Multitasking-System. Ne? Es sind zwar Mikroprozessoren drauf und ab und zu wird auch ein bisschen was nebenläufig gemacht, so ein Sensor ausgelesen und dann kommt ein Interrupt und sagt, ja, Sensor ist fertig, aber es ist ein Task. Und 100 Mal pro Sekunde wird halt dieses Netz ausgerechnet und gibt die neuen Sensor weit raus. Also es ist das Netz, was gerade läuft, ist der eine Task. Ja? Und ein Verhalten umzuschalten würde jetzt bedeuten, das Netz umzuschalten. Das heißt nicht, dass es immer so sein muss. Man kann auch kompliziertere Netze machen, die schon verschiedene Verhalten in einem drin haben. Also man spricht da von koexistenten Attraktoren in so einem Netz, die man dann auch umschalten kann mit
mit speziellen Sensorstimuli, die sich vielleicht sogar selber umschalten. Also man könnte theoretisch das Stehen, das Anlaufen und das Wiederanhalten in ein Netz trainieren, was man nur über ein kleines externes Signal regelt, ja, ohne das Netz jedes Mal umzuparametrisieren. Aber es ist im Wesentlichen ein Task. Geh okay. Nicht weiter nach hinten, Matthias. Nicht weiter, nee. Achso, genau. Die Bühne endet tatsächlich vor der Wand. Die Atlas falle ich dann runter. Letzte ganz schnelle Frage vom Mikrofon 2. Ja, toller Vortrag. Eine Frage, kann man die Servoelektronik irgendwo kaufen, die jetzt designt habt? Noch nicht. Nee, aber dazu muss man sagen, dass wir gerade darum ja auch viel Zeit und Energie gerade reinstecken, die Treiber und Firmware dafür fertig zu machen, mit dem Hintergedanken, dass wir gerne auch helfen würden, die Dinge in die Welt zu bringen. So, das ist sozusagen einer der wichtigen nächsten Steps, die jetzt irgendwie 2019 passieren müssen, dass es auf jeden Fall so weit ist, dass man sagen kann, hier, fangt damit mal was an. Weil im Augenblick ist es halt noch sehr stückelig und aber das wird sich im Frühjahr schon bessern. Also und wenn jemanden weiß, der irgendwie Hardware produziert und Interesse hat, neue Hardware zu produzieren, wenn schöne Pläne da sind, dann schickt ihn ruhig zu uns. Ja, wunderbar. Das war der Talk und die Fragerunde. Wo finden euch die Leute, wenn der Talk jetzt gleich vorbei ist und sie weiterreden wollen? Zweifelsfall am X-Hain. Wir haben eine Assembly in der Halle 2 oder man kommt montagabends bei uns vorbei. X-Hain Hackspace. Kann man googeln, lässt sich finden. Wunderbar. Oder Startpagen oder was auch immer. Dann noch eine Runde Applaus für unsere beiden Speaker, Felix und Matthias. Okay.